Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr sehen wollt, wie ich mit dem Fahrrad vom Saarland zum Bodensee fahre, dann bleibt dran. Gerade am Schloss Münchweiler vorbeigekommen und fahre hier auf die Hauptstraße Richtung, beziehungsweise auf dem Fahrradweg bin ich, Richtung Losheim. Werde in Niederlosheim abbiegen. Und es ist ein ganz schön heftiger Wind, hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt geht es hier durch den Tunnel unter der Straße durch. Wir sind jetzt hinter Losheim Richtung Rimlingen unterwegs. Da geht es weiter Richtung Merzig. Schön gemütlich den Berg hinab. Halt schnell fahren können die anderen. Geht's hier am großen Gehöft entlang. Es ist immer noch sehr windig. Ich denke, unten an der Saar wird es vielleicht ein bisschen ruhiger werden. So. Ja, ich bin jetzt hier an der Saar, kurz hinter Merzig. Und von hier aus geht es jetzt die Saar entlang, bergauf sozusagen, Saar aufwärts Richtung Saarbrücken. Cooler Radweg hier auf jeden Fall. Ich bin hier bei Memmingen, glaube ich, heißt das Dorf. Da geht eine Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Saar, auch über die Autobahn. Und da will ich nachher mal gucken, ob ich zur Nied komme. Ob ich zur Nied komme, beziehungsweise ob ich der Nied entlang ein Stück aufwärts fahren kann, von der lauten Autobahn weg, dass ich da irgendwo ein kleines Plätzchen finde. Campingspot zum Übernachten. Mal schauen. Ja, da steht das Fahrrad fertig gepackt. Ich war gerade noch hier in die Nied, mich ordentlich waschen. Ach, herrlich, herrlicher Tag. Jo, jetzt geht's ohne Frühstück erstmal zum Frühstücksplatz. Suchen wir ein schönes Plätzchen mit einer Bank und dann wird gefrühstückt. Bis gleich. Ja, nach einem guten Frühstück fahre ich jetzt weiter an der Saar entlang Richtung Saarbrücken. Bin jetzt etwa auf Höhe Dillingen und sehr angenehm zu fahren. Ja, das sind hier die Felder der Listdorfer Bauern. Liegt irgendwo Liesdorf. Und da haben die ganzen Liesdorfer Bauern haben hier ihre Felder mit diesem Saarbogen.
Ja, ich bin jetzt zwischen Buß und Völklingen unterwegs. Mal schön an der Saar entlang. Und ich komme gut voran. Ich bin jetzt hinter Saarbrücken, gerade die französische Grenze überquert und suche jetzt eigentlich nur noch einen Campingspot und dann, ja, habe jetzt schon 52 Kilometer für heute auf dem Tacho und ja, machen wir gemütlich den Rest des Tages. Jo, Zelt steht, wir sind gerade am Abendbrot essen und jo, ist ganz witzig hier. Hier unten fließt die Saar und da hinter dem kleinen Damm fließt auch die Saar als Kanal. Ja, ich bin viel weiter gefahren, als ich überhaupt wollte heute, weil ich irgendwie nichts gefunden habe, wo man bleiben kann. Zum Glück kam dann doch diese Wiese hier. Ja, würde ich mal sagen, gutes Nächtle. Ja, moin. Ja, ich bin gerade um ca. 9 Uhr ohne Frühstück losgefahren. Lass mal ein paar Kilometer schaffen und dann im Schatten schön frühstücken. Dann habe ich mich noch eines Besseren belehren gelassen. Das da unten ist irgendwo die Saar und hier oben. Der Kohlekanal. Frühstück. Gleich da unten ist der Kanal und ich mache hier mal schön Mittagspause mit lecker Melone, Banane, Haferflocken, Honig, Joghurt. Gesund. Mahlzeit. Ja, ist jetzt kurz vor 6. Ich habe diese schöne Wiese gefunden, wo ich mein Zelt aufgebaut habe. Hier ist auch ein Schiffsanleger. Stehen ein paar Schiffe, die über Nacht stehen bleiben. Jo, ist auch ganz gemütlich hier. Oh, jetzt werde ich mich so eine Runde aufs Ohr legen und werde später was Leckeres kochen. Moin! Ja, wie ihr seht, steht die Sonne noch recht tief am Horizont. Es ist jetzt kurz nach 7, bin glücklicherweise relativ früh losgekommen. Hab auch schon ein bisschen was gefrühstückt. Das heißt, bevor es warm wird, müssen Kilometer geschrubbt werden. Nee, aber jo. Es ist richtig cool jetzt, wenn es so cool ist und nicht so heiß, wie es heute Mittag werden soll. Ja, ich bin hier an einem Kanaldreieck sozusagen. Von da bin ich gekommen. Da geht es nach Nancy. Und in die Richtung geht es nach Straßburg. Das ist meine Richtung.
Sowas habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ja, gerade habe ich noch mich darüber lustig gemacht für die Leute, die über die Brücke hier müssen. Der Weg ist zu Ende. Ich muss also auch über die Brücke. Und das damit. Alle Taschen erstmal abhängen vom Fahrrad und rüberbringen. Und dann Fahrrad rüberbringen. Jetzt bin ich jetzt hier oben auf der Brücke drauf und man hat hier echt schöne Aussicht. Ich würde sagen, bis in die Vogesen rein. Im Hintergrund. Und ja, hier sind überall rundherum Seen. Und mitten in den Seen liegt etwas erhöht der Kanal. Dieses schöne Kanaldreieck. Das ist echt der Hammer. Ja, die Strecke am Kanal weiter entlang Richtung Straßburg ist leider gesperrt und ich muss irgendwie hier über Land fahren. Ich habe nur eine ganz große Frankreich-Karte dabei, aber mit Fragen kommt man gut voran. Nee, kein GPS, kein Handy, kein Tablet. Ja, der Kanal hat mich wieder. Oder ich habe den Kanal wieder gefunden. Ja, hier sind jetzt auch die ersten Störche zu sehen. Boah, voll cool. Störche. Ja, moin. Ja, weiter geht's. Ich war jetzt eine Nacht hier auf dem Campingplatz und ging gestern noch erstmal ziemlich steil hoch. Über irgendwelche Landstraßen, musste ich teilweise schieben. Dann kam nachher eine riesen Abfahrt, mega mäßig. Ja, dann habe ich auch glücklicherweise diesen Campingplatz hier hinter mir, ja, man sieht nicht mehr viel, entdeckt und der war echt schön. Und ich hatte echt einen coolen Pool, war eiskalt. Jo, geht's weiter Richtung Straßburg, es sind nur noch knapp 50 Kilometer. Und jo, dann werden wir da erstmal eine Nacht bleiben in Straßburg und dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier in Saverne angekommen. Echt ein schönes Städtchen. Das sind jetzt noch etwa 40 Kilometer bis nach Straßburg. Wir sind jetzt auch aus den Vogesen quasi so raus. Ja, ich fahre immer noch am Kanal entlang. Aber ich habe gerade hier mal ein bisschen umgeschaut. Das ist echt ein schönes Städtchen. Heute ist regnerisches Wetter. Besser als die Hitze von gestern, auf jeden Fall. Jo, auf geht's. Ja, Zwischenetappe geschafft, Straßburg erreicht. Jetzt suche ich hier noch die ultimative City und dann suche ich mir ein schönes Hotel. Ja, Straßburg, hier bei der Kathedrale, ist
echt ein Hammerding. Ich habe mir ein Hotelzimmer genommen, habe schon schön geduscht, schön was zu Abend gegessen und schlender noch ein bisschen durch die Gassen. Und dann schauen wir mal, wie es morgen weitergeht. Ja, moin. Ich bin gerade aus dem Hotel ausgecheckt und fahre hier noch einmal an der Kathedrale vorbei. Und dann geht es weiter Richtung Kehl, über die Grenze nach Deutschland wieder rüber. Kehl, dann so grob Richtung Freiburg. So, mal schauen. Schlecht hier. Schönes Städtchen. Ich bin hier in Kehl und fahre hier jetzt Rhein entlang im Süden. Ich werde aber später dann über die Dörfer am Meer so ein bisschen fahren und dann schauen wir mal. Ja, ich bin jetzt mal vom Rhein weggefahren ins Landesinnere, würde ich mal fast sagen. Ich fahre jetzt Richtung Lahr, aber halt schon über die Dörfer, weil es einfach schöner ist. Ja, ich bin jetzt hier an der Barackhütte angekommen und hier werde ich mal heute Nacht schön übernachten. Falls es noch mehr Regen gibt, da kann ich wenigstens gut hier in der Hütte kochen und so weiter und so fort. Ich habe gerade hier was am Mittagessen, obwohl es schon 4 Uhr etwa ist. Jo. Von hier aus geht's morgen wahrscheinlich wieder weiter, wenn es nicht allzu viel regnet. Ja, guten Morgen. Ich habe gerade lecker gefrühstückt hier in der Hütte. Da hinten habe ich auch auf so einem Tisch übernachtet. Ging ganz gut. Fahrrad ist schon gepackt. Und da drüben geht's jetzt gleich runter ins nächste Dorf. Da wird mal ordentlich eingekauft. Mir fehlt so ein bisschen Brot und so Kram. Und dann geht's weiter, ab in den Schwarzwald, wo wir schon mittendrin sind. Ja, ich fahre hier durch Gengenbach durch. Und es ist echt ein sehr schöner Ort. Sehr viele Fachwerkhäuser und ja, echt schön. So, ich liege jetzt hier im Zelt und draußen ist am Regnen, hat eben ganz schön runtergemacht. Bin heute Mittag ein Tal hochgefahren und hochgeschoben und habe doch nichts Richtiges gefunden, weil die Wiesen alle dermaßen steil sind. Dann habe ich bei einem Bauern hier auf einem kleinen Stück Wiese doch noch was gefunden. Und ja, werde gleich noch was zu Abend essen und dann ist Feierabend. Bis dann. Ja, guten Morgen. Ja, ich habe die Nacht im Zelt gut überstanden. Jetzt fahre ich hier über den Gipfel so drüber und dann geht es weiter auf der anderen Seite wieder runter. Und man hat hier oben eine richtig tolle Aussicht. Wenn man so rund guckt, ist einfach genial. Jo. Ja,
Ja, die Abfahrt geht jetzt richtig gut ab. Ja, so schnell kann es gehen. Ich bin jetzt hier tatsächlich im Hochschwarzwald auf etwa 1000 Höhenmeter. Bin heute Morgen in Elzach, im Elztal gestartet. Bin da noch ein Stück das Tal runtergefahren und dann ging es hier hoch Richtung Furtwangen. Da bin ich noch nicht ganz, aber demnächst. Und die Strecke hier hoch bin ich einfach getrennt. Mit dem Fahrrad, genau. Mit dem Fahrrad getrennt. Ich habe eine gute Stunde gewartet, aber habe mich doch Transporter mitgenommen und habe mich hier vorne rausgelassen. Und nach Furtwangen geht es da hinten wohl jetzt nur noch bergab. Und dann geht es weiter ja, Richtung Bodensee so grob. Mal schauen, wo es noch hingeht. Ja, es geht bergab Richtung Donau-Eschingen. Das hier müsste schon ein Zufluss der Donau sein. Ja, guten Morgen. Bin jetzt hier in Donau-Eschingen im Park. Und ja, gestern sah es noch relativ regnerisch aus und da habe ich im Vorort von Donau-Eschingen noch im Gasthaus übernachtet und abends lecker gegessen. Jetzt geht es gleich weiter Richtung Bodensee und dann schauen wir mal. Es soll sehr heiß werden die nächsten Tage. Sind wir mal gespannt. Hoffentlich wird es nicht zu heiß. Ja, ich fahre jetzt ein Stück über den Donauradweg Richtung Geisingen und ich habe ganz schön Gegenwind hier. Aber dafür ist die Landschaft total cool, total schön. Und werde aber gleich mal eine Mittagspause einlegen. Und hoffe, dass danach der Wind ein bisschen nachlässt. Bitte Wind, lass nach. Oben fliegt ein Riesenschwarm Störche. Ich fahre gerade hier über eine Höhe drüber. Über eine halbe Stunde geschoben, aber wow, sehr windig wie gesagt heute und da geht es jetzt Richtung Bodensee, werde ich eventuell morgen ankommen, ist noch nicht sicher. Herrlich, herrlich, wenn man erstmal oben ist. Ja, ganz da unten ist jetzt tatsächlich das erste Mal der Bodensee in Sicht. Wow. Weltklasse. Sagt der Benne. Ja, guten Morgen. Ich starte jetzt gerade hier in Engen auf dem Campingplatz und musste da leider noch übernachten heute Nacht. Hab nichts anderes gefunden und fahre jetzt weiter Richtung Singen. Dann Rudolfzell und dann Bodensee. Ich werde heute noch den Bodensee erreichen und das ist echt der absolute Hammer. Ich würde sagen, geschafft. 554 Kilometer später. Einmal Bodensee. Ich war ziemlich happy, als ich hier ankam gerade eben. Und habe schon in einer Runde geschillt in der Sonne. Und ja, ich war Wahnsinn. Ich fährt mit dem Fahrrad vom Saarland in den Bodensee. Der ist dann irgendwie ganz dicht. Ja. Ja, ich werde jetzt erstmal hier in die City fahren und mal mich erkundigen, was hier so, ob es hier ein Hostel gibt oder sowas. Und dann werde ich mal schauen. Ich werde noch ein, zwei Tage vielleicht hier bleiben. In Radolfzell bin ich und ja, vielleicht fahre ich auch noch ein Stück weiter, mal schauen. Heute nicht mehr.
Na denn, würde ich sagen, das ist doch mal ein Daumen wert. Ja, das war's auch jetzt mit diesem Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal kostenlos. Bis dann, euer Christian. Ciao. Mm-hmm.